Moin Freunde des gepflegten Leistungssports, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wir sind heute in Hamburg, ich bin auch gerade noch voll beim Frühstück, aber ich denke, das geht klar. Heute gibt es einen kleinen Vlog, weil es gibt die Max Lang Tour, proudly supported by Noko. Und wir starten heute Morgen mit einem ganz entspannten Frühstück. Und bei einer Tour ist man ja natürlich unterwegs und deswegen starten wir heute mal mit den Crossfit-Hipsters of Doom. Deswegen habe ich hier meine zwei Ehrengäste schon dabei. Ihr habt schon fertig gefrühstückt, ne? Bei dir gab es noch Kaffee. Ja. Bei dir gab es noch ein bisschen Salat. Ja, und einen kleinen Crepe. Und Burger auf dem Menü. Ja. Genau. Und ja, was passiert? Ich weiß im Groben, was passiert. Und wir sind als nächstes bei euch in der Box. Genau, CrossFit St. Pauli. Und dann wird ein wenig gesportet, ein wenig geschwitzt und mal sehen, wie wir das so wegstecken. Du das so wegsteckst. Das CrossFit. Dieses CrossFit. Wegstecken gesagt. Genau, ich wollte mal das. Was ist da jetzt so witzig jetzt? Gar nichts. Ich dachte hier. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall lustig mit den Jungs. Glaube ich nicht. Was mir ein bisschen Angst macht. Ausdauer können wir weglassen. Wir holen den Max auf jeden Fall aus seiner sogenannten Komfortzone raus. Also mal weg vom Liften. Braucht kein Mensch. Kann er ja auch schon. So relativ. Wir lassen ihn einfach mal über die Stange springen. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt frühstücke, wenn ich nachher eh kotzen muss. Ja, da muss ja was rauskommen. Sag mal so, die Komfortzone wird brennen. Folgendes. Eigentlich ganz leicht. Ein typisches Anfänger-Crossfit-Workout. Mit ganz leichten Kraft-Skills. Schon mal gesquattet, Max? Was? Gesquattet? Kniebeugen? Kniebeugen. Schon mal gemacht? Ja, okay, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Also wir haben ein sogenanntes Buy-in. Das heißt, wir starten mit 50 Kalorien rot im Kopf. Was denn? Ich habe es gerade jetzt gelesen. Ich habe das doch bei dir auf dem Kanal gesehen, dass du jedes Mal ruderst, bevor du anfängst zu trainieren, oder nicht? Weiter. Auch für einen optischen Pump. So, dann easy. Zwei Back Squats. Wir bleiben bei 100 Kilo Back Squats. Ist ja easy, würde ich behaupten. Zwei Back Squats. Mhm. Okay. Aus dem Rack. Ja. Also, oder wollen wir vorher umsetzen? Hä? Müssen wir nicht. Okay. Also zwei simple Back Squats mit 100 Kilo. Danach 10 Burpees over the box. Das ist eine schöne Box auf. Machen Burpees. Das zeigt Alex gleich alles. Er kann das. Das kann er vielleicht ein bisschen besser. Dann geht es aber wieder in 4 Back Squats, 100 Kilo. 10 sogenannte Handstand Push-Ups, schon mal gemacht. Ist an der Wand, ne? An der Wand. Oder frei hängend. Oh, ja. An der Wand. Alex, das entscheidet. Also ich mache es wahrscheinlich freistehend. Ja, so, aber ja, genau, okay. Dann 6 Back Squats, dann 10 Chest-to-Bar Pull-Ups. Mit welcher Technik ist mir egal. Also du kannst gerne schwingen, kippen, strict. 10 kann man auch strict machen. No? Klimmzüge oder was? Genau. Ja, mit die Brust berührt die Stange, genau. Sozusagen. Danach wieder 8 Back Squats, 100 Kilo. Und dann gehen wir am Ende nochmal in 10 Thrusters mit 50 Kilo. Und danach geht es zum Abschluss auf 75 Kalorien. Aber dein Ehemann ist 50. Ja, das ist mir, die 50 waren mir rausgerutscht. Und dann sah ich eure enttäuschten Blicke und dachte, ja gut. Weil das ja easy ist und mehr Kraft ist, sollte am Ende noch ein bisschen schwitzen. 75 Kalorie. Assault Bike ist dieses kleine Ding da hinten. Im Grunde ist es wie Fahrradfahren, nur viel leichter. Ja, also Fahrrad fährst du mit den Beinen, ist ja klar. Und auf diesem Ding darfst du die Arme bewegen. Ein beliebtes Fettverbrennungsgerät in meinem Crossfit-Sport. Wichtig ist auf jeden Fall am Anfang möglichst Vollgas geben. Ne? Die erste Minute all out. Und dann sehen, was passiert. Ja, du machst das schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Bist ja sportlich. Es kommt, wie es kommt. So sieht's aus. Das wäre das Workout. Wie ihr euch aufwärmt, immer so. Mir wurscht. Ich würde allerdings ganz gern in 10 Minuten anfangen. Low Rap. Ich muss erstmal den Titel hier unten stehen. Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Ja. Ja, zack. Genau.
Das ist auch okay? Das Kopf, ist Hauptsache, auch okay. So, machen wir das ja nicht. Hauptsache, der Kopf berührt die Matte. Ich habe noch überlegt, vielleicht lassen wir die Follower entscheiden. Was hältst du davon? Ich mache diese CrossFit-Wettkämpfe und ich habe ein großes Manko beim CrossFit und das ist Gewichtheben. Vielleicht machen wir mal ein Team. Nö. Okay, gut. Auf geht's. Dankeschön. So, ja, aber Fragen kostet nichts, ne? Nee. Seid ihr bereit? Nee, aber... Ganz sicher nicht. Ah, das kann da schon eine Kalorie stehen. Hallo, mal, du... hallo. Also, okay, scheißegal. Wittere ich da schon Betrug? Okay. Feuer frei. Go. Wir können die Beine jetzt schon. Wird gleich besser. Easy, Max. Das meint den ganzen Tag. Schlaue Sprüche, selbst nicht bewegen. Toll, genau meinst du. Quasi Puzzle Coach. Ja, ist so. Und jetzt doppelt, ich kann doppelt abbrechen. Noch gezahlt. Jawohl, fehlt. So. Komm, jetzt kannst du ihn töten. Sieht eigentlich echt easy aus, ne? Ja, ist auch easy. Das wäre gut, aber. Komm, komm. Da habe ich die Max auf den Po gefasst. Hammer. Auf den Po. Alex, Vollgas. Ja. Vorwärtsgang. Voller, voller. Sehr gut, voller. Oh. Ja, bist du schon bei 75? Null. Ah, oh. Max, ballern! Komm, Junge! Also, oh, Leute. Mir geht's ungefähr so wie Max. Hast du wie Max? Oh. Okay. Oh, shit. Shit, shit, shit. Das ist die Antwort übrigens auf die Frage, ob ich mal zum CrossFit gehe. Das Beste daran, wenn man so richtig im Arsch ist, sind die Leute, die über einem knien und dumm sabbeln. Da steht drüber. Oder? Das ist grauenhaft. Deswegen machen wir weiter. Also wird schon wieder gleich.
3 Kalorien hast du schon auf der Uhr. Ciao. Ich glaube, ich habe ein bisschen Laktat gebildet. Ich muss mal kurz auf Toilette. Im Video muss man gucken, wie wir das machen. Ciao. Ja, Max. Schön, dass du mit uns ein bisschen geturnt hast. Gerne. Ich hoffe, CrossFit hat dir ein bisschen gefallen. Total. Vielleicht wäre es ja was nach deiner Weightlifting-Karriere. Sicher nicht. Was war davon deine Lieblingsübung? Sag mal? Das Warm-up. Das Warm-up war gut, ne? Das war auch am kürzesten, glaube ich. Noch kürzer als die 2 Backsquats. Das muss man auch mal sagen. Wir haben uns ja kaum... Wir haben uns ja kaum aufgewärmt und dann so kalt ran und den Puls hoch, das kann schon unangenehm sein. Ich glaube, Schnagel war am wärmsten. Ja, sehr warm. Ich habe überlegt, ob ich mein T-Shirt ausziehe, aber das kannst du ja auch nicht bringen. Bevor Max jetzt hier einschläft, vielleicht können wir ja demnächst mal zu dir zu Besuch kommen. Unbedingt. Dann zeigst du uns ein bisschen Weightlifting. Ich glaube, da haben wir noch tendenziell etwas Aufholbedarf. Ich finde unbedingt, wir sollten nochmal ins Weightlift mit dir. Und dann können wir entscheiden, sind wir die schlechteren Weightlifter oder du der schlechtere Crossfitter? Ich kenne die Antwort. Ja, ich glaube aber, du wirst überrascht sein, wie schlecht wir doch tatsächlich liften können. Lass dich überraschen. Wie hat es dir denn gefallen, sag doch mal. Ja, das Ding ist, dass man sich ja vordenkt, naja, das wird schon irgendwie. Und dann unterschätzt man, dass der Körper vielleicht doch ein bisschen mehr arbeiten muss. Vor allem ohne Pause durchziehen. Das ist ja das, was mit CrossFit eh so richtig viel Spaß macht, besonders mir. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo der Körper sagt, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Und ich glaube, den Moment hatte ich ungefähr 5-mal. Ich glaube, zum Schluss war halt einfach dieses Airbike der Todbringer, weil da ging irgendwie gar nichts. Ja, 3 Kalorien. Ja, immerhin 3 Kalorien. Es ist aber auch tatsächlich die schlimmste Erfindung im CrossFit, muss man jetzt mal sagen. Ich glaube, bei mir ist dann auch ein bisschen der Kreislauf abgekackt. Ja, genau. Und da ging halt gar nichts mehr. Ich habe nicht gekotzt, auch wenn mir danach war. Aber ich muss nicht nochmal was essen, ich habe alles drin behalten. Und jetzt bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Und freue mich, wenn ihr mich mal besuchen kommt. Ciao. aber geht. Jetzt möchte ich erstmal weg. Hier vorne ist ein netter Italiener, da könnt ihr eine Kleinigkeit essen. Machen wir. Ich danke euch für die tolle Erfahrung. Euch noch viel Erfolg. Es war mein Fest. Danke für das Stirnhalsband. Du nimmst das nicht ernst, ne? Mein Geschenk? Doch, aber gib mir mal noch ein bisschen Zeit, okay. Bis ich das realisieren kann. So, jetzt zu euch. Ihr wisst, was kommt. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das nicht gefallen hat, komme ich persönlich vorbei und regel das mit euch. Dann Daumen hoch. Wie gesagt, die nächste Option gibt's nicht. Erzählt euren Großeltern, CrossFit ist eine tolle Geschichte, sollen sie unbedingt mal ausprobieren. Und vielleicht stehen sie jetzt zum Schluss ein bisschen besser da als ich. Doppelherz macht es vielleicht möglich. Bis bald.